Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Play Pokémon Y. Im letzten Part haben wir hier das belagerte Kraftwerk endlich befreien können von diesem komischen Team Flair, die, wie wir wissen, alle aus Leuten bestehen, die ihren Verstand irgendwie verloren haben seit dem letzten Part. Und ja, die Leute sind jetzt eigentlich alle befreit, bis auf der hier, obwohl der tat nur so, als würde der feststecken, der genießt nur sein kühles Lüftchen. Auf jeden Fall, wir haben das Kraftwerk befreit. Der Strom ist damit in Illumina City wiederhergestellt, kein Stromausfall mehr, wir können jetzt endlich wieder passieren. Die Sache ist nur die, wir hätten ja eigentlich, das ist mir vor kurzem aufgefallen, das mache ich jetzt auch mal, wir hatten ja schon längst die Form Fliegen von Professor Platon erhalten und wir können sie auch schon längst außerhalb des Kampfes einsetzen, seitdem wir ja den vierten Orden uns geholt haben. Ne, Alphabet wollte ich nicht, ich wollte nach Kategorie und numerisch wollte ich. Ja. So, und Tyrone kann das ja schon längst lernen. Ich habe ihm Fliegen also schon längst beibringen können, habe es aber nicht gemacht. Das heißt, Aioros kann schon wieder längst weg. Bis zu Trümmerfelsgrip Aioros, dann nehme ich Aioros wirklich raus, ja. Dann können wir jetzt durch die Gegend fliegen, wie wir wollen. Wir hätten ja schon mal nach Illumina City fliegen können. Das Problem ist nur, weit wären wir nicht gekommen, weil eben immer noch der Stromausfall da gewesen wäre. Das ist leider das große Problem, deswegen wäre es nicht weitergegangen. Gut. Das heißt, Illumina-Steppe und kein Sandsturm, wie ich sehe. Das müssen wir ausnutzen und ganz schnell die Steppe verlassen. Ehe uns irgendwelche Pokémon anfallen oder so. Wir haben Tyrone noch vorne, ne? Ich glaube, ja. Das heißt, selbst wenn du ausweglos hast, wirst du uns nicht aufhalten können. Und tschüss. Gut, dann werden wir heute Illumina City nochmal... also eigentlich können wir ja dahin fliegen, ja? Theoretisch. Aber dann würden wir eine Szene auslassen. Was dann passieren würde, frag ich mich auch die ganze Zeit, wenn wir jetzt nach unten gehen. Da passiert nämlich gleich was. Haben die Leute von Carlos Kraftwerk Urlaub gemacht oder was? Weiß ich nicht genau. Ich gehe auf dem Fahrrad. So, das heißt, heute werden wir Illumina City nochmal betreten und wir werden uns dann nochmal genauer umsehen. Und wer ist das? Ein riesengroßer Mensch. Pokémon. Das Blumen-Pokémon. Das Blumen-Pokémon, dem das ewige Leben geschenkt wurde. Ja, dann gehen wir nach Illumina City und mal gucken, was da so auf uns wartet, ne? Okay, das ist zwar merkwürdig, aber der Typ, sehr groß, den haben wir jetzt nicht zuletzt gesehen. Was auch immer das mit dem Blumen-Pokémon zu tun hat, was er auch immer hier gemacht hat, warum auch immer so riesig ist. Alles erfahren wir hoffentlich später. So, ich habe gewusst, dass hier noch was ist. Ich habe es gewusst und der Bildschirm ist die ganze Zeit ein bisschen schräg, ne? Tut mir leid, aber das hat sich hoffentlich jetzt gerade wieder behoben. Na, jetzt geht's, glaube ich, gut. Ich sammle noch das kurze Item ein und dann... Ja, ist natürlich erst, sobald wir hier aus dem Pokémon-Kampf raus sind. Natürlich. Hallo, Schneckmack. So, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Wie gesagt, heute sehen wir uns noch ein bisschen mehr Illumina City an. Und im nächsten Part wollte ich hier mit euch zusammen mal eine Trainer-Promo erstellen. Und dann werden wir uns zusammen nochmal die Pokémon X-Edition angucken. Und dann sollt ihr mal bewerten, welche der beiden, die ich euch vorstellen werde, ihr besser findet. Es gibt noch eine dritte, die ich gemacht habe, aber die fand ich jetzt persönlich nicht so super. Beziehungsweise nicht auf einem Niveau mit den anderen beiden. Die fand ich schon relativ gut eigentlich. Habe ich auch relativ lang dran gesessen. Illumina City. So, Master Fnupa! Das hört sich sehr nach Sana an, ja? Ja, genau. Puh, als ich dich da eben vor mir gesehen habe, bin ich gleich losgesprintet, um dich noch zu erwischen. Hast du schon gehört? Der Stromausfall in Illumina City ist endlich behoben. Irgendwer hat diesen finsteren Gestalten, die den Strom vom Kalos-Kraftwerk für sich abgezweigt hatten, das Handwerk gelegt. Ja, ja. Ich frage mich, was das wohl für ein Tausendsasser gewesen sein muss. Ja, ich war das. Echt Wahnsinn! Du warst das also, Master Fnupa. Weißt du, was das Beste daran ist? Der Turm erstrahlt nun endlich wieder über der Stadt. Naja, noch nicht wirklich, wie man sehen kann. Und ich nehme gerade nachts auf. Das müssen wir uns zusammen ansehen. Komm, Master Fnupa, das ist immerhin das Wahrzeichen von Illumina City. Ja, das wollten wir uns so angucken, ne? Na los, wenn man hier geradeaus weitergeht, stößt man direkt auf den Prismaturm. Pff. Aua! So direkt dagegen gestoßen, quasi. Hahaha, witzig. So, das heißt, wir können jetzt nicht in die Seite gehen, oder? Doch, können wir. Oder auch nicht. Lass uns den Prismaturm anschauen gehen. Bla 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 bla. Na gut, dann gehen wir jetzt eben. Gehen wir hin. Können wir uns auch die Mitte mal anzünden. Ne? Bla 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 40, 20. So, Place Rose. Einer von Team Flair. Oder eine.
Ein Kaffee so rot und schick wie wir. Dort erörtern wir die erforderlichen Maßnahmen, um unseren Traum von einer wunschlos glücklichen Zukunft in die Tat umsetzen zu können. Das bittere schwarze Elixier namens Espresso, es ist das Öl, das unsere Mote schmiert. Ja, da ist übrigens dieses komische Kaffee, das wird sogar noch wichtig sein später. Und hier ist übrigens noch ein Pokémon Center. Es gibt ja 3 Stück in einer Stadt. Hat es noch nie gegeben. Aber das muss leider sein, denn es gibt ja immerhin 3 verschiedene Bereiche in den Lumina City. Den Südring, den Nordring und Zentral, den Zentralbereich, in dem wir uns gleich befinden, mit dem Prismaturm. Mit der Arena innen drin. Und das ist auch die 5. Arena und das wird unser 5. Ziel sein. So. Da sind wir nun. Und da stehen 2 Leute vor. Ich bin gespannt. Sehr kleine Leute vor allen Dingen. Gutes Timing, angeblich gehen die Lichter gleich wieder an. Ah, da ist der Citro, der Arenaleiter von Illumina City. Er ist auch der Erfinder bekannt und baut immer irgendwelche Maschinen. Hier beiden, das hier ist der Freund, von dem ich euch erzählt habe. Anscheinend kennen sie sich ja schon. Das ist die kleine Schwester von Citro, Heureka. Und ich dachte immer, sie wird Heureka ausgesprochen, was ja auch Sinn macht. Aber laut der Serie, die ich ja auch mal angeguckt habe, heißt sie Heureka. Sag mal, bist du immer noch nicht fertig? Noch nicht ganz. Ich muss überprüfen, ob der Lichtschaltkreis hier in Ordnung ist. Ah, Sanna, möchte sich dein Freund hier etwa der Herausforderung der hiesigen Arena stellen? Tut mir furchtbar leid, aber ihr müsst euch noch einen kleinen Augenblick gedulden. Komm schon, Citro. Perfekt, alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Dies ist einer jener bahnbrechenden Momente, in dem uns die Wissenschaft ein gutes Stück in die Zukunft katapultiert. Prismaturm, Lichtgenerator, an! Ich bin schon sehr gespannt. Das Licht steht. Bam! Und ich habe meinen Bildschirm erfolgreich angespuckt. Wow, ich bin ein Künstler. So, das wär's. Alles voller Licht, sehr schön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich bin einfach nur hingerissen. Wieder eine unvergessliche gemeinsame Erinnerung mehr. Was, Master Flooper? Hör, ausgezeichnet. Wieder mal war es eine meiner Erfindungen auf ganze Linie zu überzeugen. Der Prismaturm-Lichtgenerator scheint ja ausgezeichnet zu funktionieren. Ja, ja, wie dem auch sei. Lass den Herausforderer lieber nicht so lange warten. Der Prismaturm ist gleichzeitig die Pokémon-Arena von Illumina City. Ich will mir noch Zeit, ne? Diese Maschinen, die Citro da immer baut, sind echt beeindruckend. Ich habe auch eine bekommen, mit der man Rätsel lösen kann, aber ich habe sie noch nicht eingesetzt, weil es doch gerade schade drum wäre. Also dann, viel Erfolg in der Arena. Du schaffst das. Bestimmt, aber irgendwann später. So, zoomen wir mal raus und dann können wir uns auch wieder bewegen. Zentralplaza. Das ist der Zentralort, ganz besonders. Man kann hier einfach seine Runden drehen. Und ja, was können wir hier eigentlich jetzt noch erleben? Eigentlich können wir jetzt, glaube ich, auch alles betrachten, meine ich. Oder? Können wir schon alles sehen? Jetzt nehme ich mal um. Ja, das ist übrigens das Bistro von Flordelis, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja, das ist sehr knallrot. Und Team Flair ist ja auch irgendwie rot, komisch. Ich erkenne einen Zusammenhang. So, ich habe übrigens das Fenster aufgemacht. Vielleicht kann man was im Hintergrund hören, das muss aber sein, denn sonst erglühe ich hier bei dieser verdammten Hitze heute. Deswegen kann es sein, dass ihr Nebengeräusche hört. Pokéball-Boutique, kann man Pokéball kaufen, die es nur selten zu finden gibt und sonst nirgendwo zu kaufen. Dort drin kann man noch Sachen kaufen. Schön, ja. Illumina-Galetten. Ach ja. Das muss ich eigentlich auch machen. Gut, dass es gerade Nacht ist. Ich kaufe mal kurz ein Stück. So, ein Illumina-Galet. Oder wie auch immer man das ausspricht. Hier gibt es einen ganz netten Fun-Fact. Oder besser gesagt eine Creepypasta. Oder wie man es auch immer nennen möchte. Ich muss mal kurz den Ort suchen. War, glaube ich, hier. Telefon. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Entschuldigung, aber normalerweise schalte ich mein Telefon auch aus, aber diesmal habe ich es leider vergessen. Entschuldigung. So, dafür gibt es da gleich eine ordentliche Creepypasta. Gut, dass ich hier nachts aufnehme. Es macht noch ein bisschen mehr Flair hier. Hier war, glaube ich, der Ort. Also rechts neben dem Grand... Ja, ich glaube, das war hier, ne? Also rechts neben diesem Hotel, wo man arbeiten kann sogar. Da kann man wirklich für Geld arbeiten nebenbei. Das finde ich ganz gut. Ich würde sagen, wir gehen mal in den ersten Stock und mal sehen, was passiert. Ich meine, es war hier. Ja, hier war's, glaube ich. Okay. Oder auch nicht. Hä? Hier war's doch. War hier nicht der Ort, oder habe ich das... Nee, ich habe es euch noch nicht gezeigt, oder... Ja, ich mich hier gerade. 3. Stock?
Oder bin ich im falschen Ort? Was, hier? Nö. Also es geht hier... Vielleicht habt ihr auch schon davon gehört. Ich möchte euch eigentlich nicht vorher irgendwie was erzählen, sonst nimmt das ganze Spannung weg. Dann... Ach, ich mach das auf jeden Fall jetzt noch diesen Part durch. Ich will es euch irgendwie noch zeigen, weil ich habe es euch bestimmt noch nicht gezeigt. Konnte ich, glaube ich, auch noch gar nicht, weil der Teil von Illumina noch nicht freigeschaltet war. Der muss hier irgendwo am Außenring sein. Also war es doch nicht hier rechts vom Illumina-Dings. Hier ist der Bahnhof. Also erstmal ist hier das Haus der Prüfung. Das wollte ich nicht rein eigentlich. Das kann man sowieso erst hier machen, sobald man die Top 4 geschlagen hat. Da kann man nämlich Gewinnpunkte abstauben. Die kann man später dann einlosen für ganz bestimmte Preise, die es eigentlich nirgendwo zu kaufen gibt. Bahnhof, genau. Lass mich durch. So. Wo war denn das? Das muss irgendwo außerhalb gewesen sein. Südring. War es hier am Südring? War es hier? Kann das sein, dass es hier war? Kann auch sein, dass es hier war. Probier's mal. Ich glaube, es gab damals einen ersten und einen zweiten Stock. Ich nehme den ersten Stock. Das kann sein, dass es hier ist. Wir gucken mal. Das kann sein. Auch hier ist es nicht. Bin ich blöd? Normalerweise funktioniert das, geht nur einmal im Spiel, soweit ich weiß. Ich habe das noch nie gezeigt, oder? Hä? Das habe ich doch noch nie gemacht. Bin ich blöd? Ich bin blöd. So, ich werde jetzt erstmal die ganzen Orte hier abklappern. Die ganzen, ich glaube, es sind Arbeitsviertel oder so ähnlich. Irgendwo, wo man hier rein kann. So, hier ist das Labor übrigens und hier ist das Trainer-Promo-Studio. Und das sehen wir uns im nächsten Part genauer an. Da machen wir unsere Trainer-Promo. Wir sind immer noch nicht einmal rum, ne? Ich gehe jetzt hier rein, ist mir auch egal. Ich gucke jetzt hier alles durch. War das hier beim Gärtner und so? Das kann auch sein. Oh Gott, das sieht also ähnlich aus. So, war es nicht so? Erst am zweiten Stock gibt's? Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Oder was hier? Eigentlich müsste die Sequenz sofort starten, sobald man den Fahrstuhl verlässt. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Es ist zwar ein bisschen spät abends gerade, aber es... Hey, ich bin verwirrt! Was soll denn das jetzt? Wo ist denn... die Geisterfrau? Jetzt habe ich es verraten, schade. War ich hier schon drin? Ich glaube, ich bin schon fast einmal rum, oder? Da war's. Ich glaube... Ja, habe ich doch angefangen, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Erster Stock. Was hier? Nee, Datiri hatte ich noch nicht. Aber ich... Hä? Leute, ich bin gerade hinsichtlich verwirrt. Tut mir leid, aber... So. Ja, jetzt mal einen ganz coolen Sitzmove gemacht. Kann ich nochmal machen. Yeah. Aber hier war ich auch noch nicht. Aber trotzdem passiert nichts. Ich bin hinsichtlich verwirrt, Leute. Ich glaube, man merkt das schon. Ich ziehe das jetzt durch. Ich werde jetzt erstmal... Illumina außerhalb mir angucken, um mal zu gucken, was hier los ist. Das kann eigentlich gar nicht sein. Wieso? Oder habe ich mir jetzt bisher alles angeguckt? Jetzt habe ich zweimal den Ring gewechselt. Oder war es wirklich das letzte hier? Kann das auch sein? Hier war ich auch noch nicht. Obwohl die Frau verspürt uns ja eh den Weg. Und hier ist ein Mammut, was ein bisschen zu klein geraten ist, wie ich finde. Mamamu. Lass uns vorbei. Ja, ja, aber ich glaube, hier war sie erst recht nicht. Diese mysteriöse Frau. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich... Ich glaube, ich bin wirklich durch jetzt, ne? Ja, hier ist das mit dem... Hier haben wir angefangen, rechts von der Frau. Oder irre ich mich? Ich guck doch mal kurz rein. Ich guck noch mal ganz kurz rein. Erster, zweiter Stock gibt's hier. Oder? Ich weiß es nicht, Leute. Ah doch, hier war's. Okay. Das letzte Haus. Die Geisterfrau. Du bist nicht der, den ich suche. Boah, ich krieg sofort Gänsehaut. Alter Schwede. Diese Szene mag ich. Genau die habe ich gesucht. Immer schön, die spätabends zu gucken. Ja, genau das letzte Haus, das ich mir jetzt angeguckt habe. Und plötzlich ist hier keiner. Wirklich gar keiner, diese komische Frau. Ja, es gibt immer so eine Creepypasta, ne? Man kennt das ja. In der vierten Generation, also in der Sinnoh-Region, gab es das, die alte Villa mit diesem kleinen Mädchen und dem alten Mann.
Dann in der 5. Generation bei Schwarz und Weiß 2, da war es sogar noch viel gruseliger. Das war auch in so einer alten Hütte. Guck mal, hier leben Leute eigentlich. Und ich gehe jetzt nochmal zurück in den ersten Stock, wo ich gerade eben war und diese Frau getroffen habe. Und mal gucken, was jetzt passiert. Also es wird eben nichts passieren, aber es geht mir darum, dass hier plötzlich keine Leute sind. Ich dachte, hier wären welche. Okay, ja, bitte keine Eisler. Ich dachte, hier scheinen dann Leute danach, oder habe ich mich geirrt? Ich weiß nicht, Leute. Auf jeden Fall, mein Lieben, das war's für heute. Das wollte ich euch noch unbedingt zeigen. Es gibt noch viel in Illumina zu sehen, allerdings ist es relativ unwichtig. Es gibt hier insgesamt 15 Cafés. 15. Ja, ziemlich viele, verdammt nochmal. Auch das Bistro Flodelis gehört dazu, meine ich. Und Dunkelglassen wie da zum Beispiel. Viele Einrichtungen gibt es hier, zum Beispiel auch den Illumina Verlag. Da, wo Alda arbeitet, die Schwester von Viola. Also bei der Zeitung. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Orte. Aber... Und den Friseursalon hatten wir auch schon mal betreten, meine ich. Wir werden uns aber morgen erstmal, also morgen, im nächsten Part, meine ich, um das Trainer-Promo-Studium kümmern. Und dann gucken wir mal, was man dort so alles machen kann. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, meine Lieben. Bis dann und auf Wiedersehen.